Hallo alle Strandfiguren, herzlich willkommen bei If It Fits Your Macros Teil Nummer 2. Heute geht es ein bisschen um den Calculator und den Unterschied zwischen Grundumsatz und Leistungsumsatz, weil gleich hier bei Facebook einige Fragen aufgetaucht sind und so weiter und so fort. Deswegen zeige ich das Ganze heute mal grundsätzlich nochmal. Wenn ihr euch durchlesen wollt, worum es nochmal genau geht bei If It Fits Your Macros, könnt ihr es auf der Seite iifym.com bei About nochmal genau tun. Alles natürlich in Englisch, aber da geht er halt nochmal sehr schön drauf ein und sagt euch halt, dass es natürlich vollkommener Schwachsinn ist, dass jetzt ein Ernährungsstil allen anderen überlegen ist. Das heißt, er sagt, und das ist absolut richtig, meiner Meinung nach, du kannst dich halt Paleo ernähren, du kannst dich von mir aus als Frutarier ernähren, du kannst ganz normal mit Fleisch ernähren, du kannst dich vegetarisch ernähren, egal welche Form der Lebensmittel und welche Ernährung du vorziehst, es funktioniert immer. Ja, das ist der große Vorteil. Das heißt, es ist nicht so eine Sekte, die sagt so, alles muss so funktionieren und wenn du es anders machst, dann wirst du fett und hässlich und dumm. Egal, kommen wir wieder zurück zum Thema und zwar zum Calculator. Und ich übersetze das Ganze jetzt mal hier so ein bisschen auf Deutsch, damit man es besser versteht. Als erstes gibt man natürlich, und das ist jetzt das, was viele Leute nämlich schon dann gleich gefragt haben, was ist denn zum Beispiel, wenn ich jetzt noch... trainieren gehe oder irgendwie Ausdauersport mache danach, ne, dann habe ich ja wieder einen höheren Verbrauch, dann müsste ich ja eigentlich wieder mehr essen und deswegen kann doch dieser Kalkulator oder Calculator das gar nicht mit berücksichtigen. Doch, und du musst deswegen genau den Unterschied zwischen Grundumsatz und Leistungsumsatz verstehen, ja. Grundumsatz, hier auf Englisch BMR, also Basic Metabolic Rate. Grundumsatz ist im Prinzip die Menge an Energie, die dein Körper immer benötigt. Ja? Tag ein, Tag aus, egal ob du dich bewegst, egal was du machst, um einfach deine Organfunktion aufrechtzuerhalten. Das heißt, um vor allem auch die Körpertemperatur konstant zu halten, bei möglichst ungefähr so 36,5 bis 37 Grad. Ja? Das ist ja vor allem in Deutschland, hier auf Malle ist natürlich nicht ganz so schwer, aber in Deutschland ist natürlich draußen das Wetter nicht so warm jetzt im Winter. Das heißt, dein Körper muss die ganze Zeit Energie verbrauchen, um deine Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Ja? Und so weiter und so fort. Das ist sozusagen der erste Schritt, dass man diesen Grundumsatz berechnet und dann berechnet man in diesem Kalkulator gleichzeitig noch den Leistungsumsatz. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier eingebe, Male, ja, ich bin 29 Jahre alt, ja, jetzt gebe ich sozusagen, könnt ihr hier auf metrisch einstellen, wenn ihr eure Feet nicht wisst, 1,85 groß, wiege aktuell 91 Kilo und hier draus, ja, berechnet er schon jetzt meinen Grundumsatz, ja, und dann kommt jetzt hier im Prinzip der Leistungsumsatz dazu. Ja? Also ich bin ein Lean People, also sozusagen ich bin relativ schlank und relativ fettfrei, ich bin ja nicht übergewichtig. Und jetzt kommt hier sozusagen, wie viel trainierst du denn pro Woche? Ja, wenn ich in der Regel so viermal die Woche trainiere, ja, und jetzt gebe ich hier noch meinen Körperfettanteil, das geht allerdings gerade hier nicht, keine Ahnung warum. Hier kannst du noch eingeben, zum Beispiel jeden Tag oder zweimal täglich, also extrem sozusagen intensiv, sozusagen ich trainiere jeden Tag und habe zusätzlich noch einen physisch anstrengenden Job und so weiter. Das kennt ihr auch, bei Culinaro haben wir das genauso oder auch im Coaching Club, da haben wir auch solche Rechner, wo sowas alles mit berücksichtigt wird. Und wenn ich jetzt das Ganze kalkuliere, ja, und natürlich habe ich jetzt hier, da haben sie es nochmal sehr gut aufgeführt, BMR, ja, und jetzt TDEE, Total Daily Amount sozusagen, also wie viel ich jetzt täglich an Kalorien brauche, um nicht nur meine normale Organfunktion zu erfüllen und die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten, sondern um auch meine Arbeit erfüllen zu können, also trainieren zu gehen, meinen Job nachzugehen, aufzustehen, einzukaufen, zu bumsen, was auch immer alles dazugehört. Und dann... Ruhe. Und jetzt
kommt sozusagen das Trainingsziel dazu. Willst du Fett verlieren? Willst du dein Gewicht sozusagen gleichbleibend lassen? Oder willst du bulken, also sozusagen aufbauen? Ja? Und davon wird sozusagen einfach jetzt prozentual gesehen etwas abgezogen von diesem TDEE, ja? Oder etwas raufgeschlagen, wenn du zunehmen willst. Ja? Das heißt, nehmen wir mal an, wir sind ja hier auf dem Strandfigur-Kanal. Ich will jetzt noch ein bisschen Speck runternehmen. Nicht reckless, das heißt, ich will jetzt hier nicht so extrem abgehen und auch nicht aggressiv. Ich will einfach mal so ein bisschen abnehmen. Das heißt, nicht so viel Kalorien einsparen. Ja? Und dann habe ich hier diese Menge. Und jetzt kann ich jetzt zum Beispiel noch das Ganze einteilen, ja, in Textbook. Also sozusagen quasi auf Deutsch berechnet klassische DGE-Ernährung oder If It Fits Your Macros, Bodybuilder, ja, die alte Diät sozusagen, Zone Diet, Low Fat, Low Carb, ketogene Ernährung oder seine eigenen Ratios, also anhand von welchen Makronährstoffen man verwenden will. Ja. Und ich mache jetzt einfach mal hier, normalerweise entspricht keine Diät hier, die ich, also keine Diät von diesen hier entspricht eigentlich dem, was ich mache, weil ich mache weder Low Fat noch mache ich Low Carb, ja. Deswegen mache ich einfach If It Fits Your Macros, das Prinzip hier, da steht es auch nochmal beschrieben, ja. Fett, Carbs und so weiter, kalkulatieren, Calculate und dann steht es alles genau hier drin. Wenn ich jetzt abnehmen will, bräuchte ich sozusagen 220 Gramm Carbs pro Tag, 200 Protein, 70 Gramm Fett und 40 bis 50 Ballaststoffe. Ja, ganz schön viel übrigens. Dann 2300 Kalorien. Ja, und es ist jetzt unmöglich eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Carbs, meine Proteine und Fette ausrechne und die dann immer mit den einzelnen Speisen fülle, es ist eigentlich unmöglich, dass ich dann was anderes als diese Kalorien hier rausbekomme, weil wie hier steht, Protein 4 Kalorien, Fett 9, Carbs 4, ja. Und jetzt, um das Prinzip nochmal genau klar zu machen von If It Fits Your Macros. Es geht ja jetzt nicht darum, dass ich jetzt 220 Gramm Kohlenhydrate aus Gummibärchen decke oder 200 Gramm Protein aus irgendwie Whey-Isolat oder 70 Gramm Fett aus Butter, sondern dass ich im Prinzip die gleichen Nahrungsmittel eigentlich esse, wie jeder, der dieses Clean Eating macht. Ja? Ich esse genauso Magerquark, Fisch, Fleisch und pflanzliche Proteine wie Linsen und so weiter, wie du und wie jeder andere. Aber wenn ich jetzt diese If It Fits Your Macros mache, dann meine Familie zu Besuch ist und es gibt zum Kaffee ein Stück Kuchen, dann gebe ich einfach den Kuchen in meinen Rechner ein und dann weiß ich, okay, ich habe halt von den Carbs so und so viel schon durch den Kuchen gedeckt, deswegen darf ich heute halt weniger Carbs insgesamt essen, um sozusagen meine Calories zu haben. Und das ist der Vorteil für Leute, die halt, also der Vorteil von If It Fits Your Macros, dass es kein einzelnes Lebensmittel konkret verbietet, sondern eine große Auswahl hat und es hauptsächlich darum geht, sozusagen die Macros zu hitten. Ja, ja. Zum Nachteil von If It Fits Your Macros, meiner Meinung nach, und für wen es eher nicht geeignet ist, komme ich dann im nächsten Video. Wir sehen uns am Strand, dein Kolja Barkhorn und ciao. Ach und PS, nur falls ihr euch wundert, warum ich immer zu dieser Webseite springe, ist das halt einfach die amerikanisch offizielle Seite davon. Da gibt es keinen Affiliate, ich kriege auch kein Geld von denen, es ist einfach nur mein eigenes Interesse, was ich, und deswegen gehe ich auf diese Seite. Das war's, wir sehen uns und ciao.